step away from reality. They know how to count an infinity. They're the craziest couple in history. And they know how to build up a castle. Ja, da haben wir ein paar so richtig schöne alte Obstbäume schon, die schon gut eingewachsen sind, die wirklich super blieren. Und ich sage immer, es gibt jetzt schon langsam keine Ausreden mehr, weil man hört ja, wenn es ums Baumsetzen geht, immer das Gleiche. Der macht so viel Mist. Ich sage dann immer, Mist macht nur einer, das sind wir. Ich habe die Wespen im Garten. Was tue ich mit dem ganzen Obst? Das fällt alles runter und so weiter. Alles Ausreden, wirklich. Setzt euch Obstbaum, es gibt einfach nichts Herrliches. Schaut euch das an, was das jetzt einfach für eine wunderbare Blüte ist. Und was man bei Obstbaum echt dazu sagen muss, sie haben herausragende Pollen- und Nektarwerte. Gerade jetzt der Apfelbaum zum Beispiel oder auch Kirschen, die sind gerade für die Bienen, Hummeln ganz, ganz wichtige Nektar- und Pollenquellen. Außerdem fühlt man sich in einem Baum ein bisschen wieder wie ein kleiner Bauer. Ich hab Stunden verbracht in die Obstbaum, oben gesessen, gefuttert. Also es gibt eigentlich keine Gründe, die gegen Obstbäume sprechen. Im Gegenteil, es gibt wirklich ganz viele Gründe für Obstbaum. Erstens schaut es einfach super, super aus. Zweitens, wir haben super Schottenbaum, die brauchen wir eh. Klimaerwärmung, Stichwort, ist da. Also wir sollten eigentlich alles Mögliche machen, damit wir die Temperatur ein bisschen runterkühlen und das dann einfach Baum in genialer Weise. Ich kann Obstbaum an die Gartengröße anpassen. Ich kann welche nehmen, die groß werden wie eine Kirsche. Ich kann aber auch was Kleines, Zartes nehmen oder sogar in einen Topf setzen auf einem Balkon. Also ihr seht, Obstbäume sind sehr vielfältig und wie wir eh schon gesagt haben, sie sind extrem wertvoll für unsere Insekten. Einerseits natürlich jetzt für die ganzen Bienen, Hummeln, klar, die sammeln von den Blüten, befruchten dann gleichzeitig dieses ganze System, weil um das geht es ja, um die Befruchtung, dann habe ich eine super Frucht im Herbst. Aber auch das vergessen viele, es sind super Schmetterlingsbäume. Ganz viele Schmetterlinge brauchen die Obstbaum als Futterpflanze für ihre Raupen. Das heißt, die legen ihre Eier drauf und dann entwickeln sie da die wunderbarsten Schmetterlinge, zum Beispiel das Wiener Nachtpfauenauge, ein Riesenapparat, der entwickelt sie auf Obstbaum ganz gern. Dann mängst das Fallobst zum Beispiel, das was runterfällt, wo sie viel immer ärgern. Also ihr seht, wirklich ein vielfältiges, wunderbares Geschöpf, das man haben muss. Also ihr seht, Obstbäume sind ein richtiges Must-Have im Garten und was man vielfach vergisst, wir lieben ja auch natürlich unsere anderen Tiere im Garten und draußen. Vögel, Blindschleichen, Eidechsen und so weiter. Und die brauchen ja was zum Futtern. Und wenn es keine Insekten gibt, die es fressen können, dann sind die auch nicht da. Also es ist eigentlich, sind Zusammenhänge, die wichtig sind. Und mit Obstbaum kann ich das so richtig fördern. Und wenn man dann so eine kleine Wiesenfläche hat, dann ist das natürlich ganz ideal. Gerade unter Obstbaum finde ich das einfach so schön, wenn man es einfach wachsen lässt, einfach zulassen. Oft reicht schon, dass man die Dinge einfach zulässt und man hat dann wirklich die schönsten, wertvollsten Wiesen unter solche alten Obstbäume. Das ist für mich eins da. Ja, ist ein Bild, was irgendwo erinnert an die Kindheit. Das ist einfach was, das hat was, das ist wirklich was Schönes. Ich habe schon so ein herrliches Summen da im Ohr. Hinter mir werkt irgendwo eine Hummel. Sie arbeitet, ja, sie befruchtet, dass wir dann auch ein bisschen was auf unsere Bäume haben. Leider sind ja ganz viele Menschen über die ganze Gartensaison damit beschäftigt. Alles, was nur irgendwo blüht im Garten, ich würde es nicht sagen vernichten. Es ist ein hässliches Wort, aber halt auszumerzen mit allen möglichen Tricks. Ich glaube, da muss man einfach wirklich wieder irgendwo umdenken, weil das so wichtig ist. Das sind heimische Pflanzen, die sind ganz wichtig für unsere Tierwelt, für unsere Insekten. Die brauchen das zur Entwicklung und so weiter. Da erzähle ich nachher noch ein bisschen, da werden wir uns ein paar rauspicken. Und es ist aber auch wichtig für diesen ganzen Kreislauf. Ich habe die Tiere herunten, sie haben ein durchgehendes Nahrungsangebot, sie können dann wieder auffliegen in die Bäume, dann dort befruchten, dann habe ich ein gutes Obst. Und es schaut, finde ich, einfach
wunderschön aus, wenn man ein bisschen eine Blüte im Garten hat. Und das stört ja keinen. Man muss einfach nur zulassen und wachsen lassen, ist das das schönste Bild. Und gleichzeitig tue ich wirklich sehr viel Gutes. Ja, da seht ihr, da ist auf kleinsten Raum, auf einem halben Quadratmeter spült sie sich da schon an. Okay, wir haben sogar einen Löwenzahn auch da, der auch ganz viel ärgert, aber der darf natürlich auch sein, kein Problem. Wir haben es Vergissmeinnicht, hat auch gar nicht so schlechte Pollen- und Nektarwerte, also da fliegen sie wirklich auch ganz gern drauf. Dazwischen drin ein bisschen unauffällig. Die viel Leute stört das als Unkraut, das ist ein Ehrenpreis, ist eigentlich, ja, so Gartenunkraut, wenn man nachliest, ist natürlich eine Frechheit, die Bezeichnung, weil das ist wirklich eine super, super Pflanze für Insekten. Die gibt gut Nektar und Pollen ab, da gibt es richtig was zum Holen und das ist doch ein entzückendes Bild. Nebenbei, ich weiß nicht, ob man sieht, ein bisschen blinzelt der Günsel außer, der stört auch ganz viele Menschen im Rasen. Ich weiß nicht wieso, weil es ist doch ein super Bild. Also sowas ist eher so ein Kräuterrasen, würde ich einmal sagen. Man kann den Ehrenpreis super essen, wunderbare Deko, auf ein Brot drauf oder in Salat, du kannst die Vergissmeinnicht essen. Also ganz viele dieser Pflanzen sind auch für uns wertvoll als Nahrungsmittel. Das sind auch gesundheitliche Bomben, das glaubt man gar nicht. Also wir dann da wieder mal ein bisschen egoistisch sein und können diese natürlich auch gern nutzen. Und wenn wir die einfach zulassen, da ist sicher nichts gesetzt worden. Es hat einfach seine Ruhe gehabt und hat sich entwickeln können. Das wird jedes Jahr schöner und jedes Jahr mehr. Dann hat man wirklich was Gutes für die Natur getan. Da wächst zum Beispiel eine Erdbeer drinnen, hat man sogar eine Erdbeerernte, die Himmelschlüsseln sind drinnen. Also da sind wir schon beim Thema Vielfalt wieder. So kann man das lassen, indem man es einfach zulässt und wachsen lässt. Wunderbares Bild. Ihr braucht jetzt nur einen kleinen Schritt mit mir machen und ums Eck. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was da los ist. Da haben wir nämlich ein richtig fettes Teil von einer Hummel. Ist eh klar, weil da so eine herausragende Hummelpflanze drinnen ist. Das ist ein Lamium, die Goldbergnessel ist das. Da kann man sie auch selbst dran laben. Habt ihr wahrscheinlich eh alle gemacht als Kinder. Wenn die Hummel nicht schnell genug ist, dann holen wir ihren Nektar. Und bei denen ist das Besondere, das sind Lippenblütler. Die haben ziemlich lang gebaute Blüten und so tiefe Röhren nach unten. Das heißt, der Nektar sitzt ganz am Grund der Blüte. Da komme ich nur rein, wenn ich einen langen Rüssel habe. Zum Beispiel Schmetterlinge, die haben einen langen Rüssel. Oder manche Hummeln haben einen längeren Rüssel. Oder es gibt auch so ganz freche, die beißen das dann auf und holen sie den einfach von außen. Das ist wirklich eine Pflanze, diese ganzen Taubnesseln, die Hummeln mögen die extrem gern und alles, was eben so lange Rüsseln hat, wie viele Schmetterlinge, die brauchen die. Die kommen auch oft von selber, man muss nur einfach lassen. Vielfach werden sie als Unkraut wahrgenommen, aber ganz, ganz wichtige Insektenpflanzen, die man unbedingt stehen lassen sollte. Was auch ganz ein wichtiges Thema ist, wenn ihr solche Blüten zulasst und unbedingt zulassen müsst, dann schaut, dass ihr nicht nur 2, 3, 4 Blüten habt, sondern wirklich viele, wirklich Massen, Mengen, Hunderte. Da sage ich euch ein Fachwort, die ganzen Imker oder die sich länger schon mit Bienen beschäftigen, kennen das eh sicher. Das ist das sogenannte Trachtfließband. Das heißt nichts anderes, dass erstens einmal wirklich eine Menge da ist. Das ist die Tracht, das ist eine Menge an Blüten, die dann unsere Bienen, unsere Hummeln ernten können, wo sie einfach Nahrung haben. Und das wird sie dann natürlich auch möglichst lückenlos über das ganze Jahr durchziehen, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Hummeln und Wildbienen. Alle brauchen ein bisschen andere Blüten. Und dann habe ich wirklich das ganze Jahr über Nahrung für diese Tiere bereitgestellt. Deswegen schaut es, dass wirklich, ich sage immer, Massen habt an Blüten, so wie da einen Haufen von diesen Lamium, von diesen Taubnesseln. Mit denen vergisst man nicht dazu. Erstens ist schön. Und es ist wichtig, dass wirklich viel da ist und nicht nur so ein bisschen vereinzelt.